Sei gegrüßt, Freunde. Willkommen zurück zur Let's Play Doom 3 BFG Edition. Zurück in den Höhlen derzeit im Personal, in der Personaltransportstation. Und hier kam ja beim letzten Mal. Genau, das ganze Ungeziefer. Beim letzten Mal kam ja irgendwie auch so ein Hellnight, der diesen scheiß Kran hoch. Mit scheiß Aufzug hoch. Habe ich mich übelst erschrocken. Er hat uns leider auch bekommen. Komm schon. Und cool. Ah, jetzt kommt die Minigunner. Genau. Ah, das tat wieder ganz schön weh. Das Problem ist jetzt, wir haben den scheiß Würfel nicht mehr, um den Hell Knight zu erledigen. Dann halt auf die altbewährte Art, würde ich sagen, ne? Warte mal. Das kann auch schief gehen. Kann, muss nicht. Aber zur Sicherheit. What the? Okay, schon besser. Monster, die Aufzug fahren können. Er ist bestimmt die ganze Zeit hoch und runter gefahren und hat gewartet, bis ich angekommen bin. Natürlich geht es immer weiter runter. Immer weiter runter ins Verderben. Scheiße. Scheiße. Gleich. Gleich. Wo ist der Penner? Hier ist auch noch einer, oder? Alles alle? Na gut. Aha! Na! Scheiß Tonne nicht erwischt. Die Tonne ist in Deckung gegangen quasi. Aha! Wir versuchen es auch auf allen Wegen. Ja. Das tat wieder richtig weh. Wie ihr seht, werden wir hier gut vorbereitet auf das, was noch kommen mag, kommen wird. Und da freue ich mich gar nicht drauf. Ah, Höhle 2. Oh, wie tief geht denn es da noch runter? Okay, ab zur Richtung, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt sagen will. Richtung Grabungsausstattung. Grabungsausstätte. Ausstattung. Ausstattung. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich versuche gar nicht mehr zu reden. Hä? Wieso hast du denn den getötet? Du solltest den töten. Aua. Ja. Right. Und den kriegen wir jetzt auch mit der Shotgun platt. Irgendwann. So können wir den ja gut ärgern. Das ist schon ein Tier, ne?
So, kann ich da auch eins? Nein. Was erwartet mich hier? Na komm mal her. Ja, jetzt zieh's nicht in die Länge, Mädel. Noch mehr? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? So. Ja, gleich wird's nochmal richtig feierlich. Nur hier? Aha. Schlüssel zum Lagerraum 11. Wo auch immer das sein soll. Ja, genau, right. Okay, da brauche ich gar nicht hoch, glaube ich, weil ich habe genügend. Da oben noch irgendwas? Gehen wir einfach mal weiter. Okay, wird gespeichert. Ich weiß schon, was gleich kommt. Dementsprechend muss ich mal... Okay. Ja, hier sind die Artefakte, die wir auch im Video gesehen haben. Ja, komm. Kann eigentlich auch ein bisschen Pistolenmuni erstmal verballern, das geht auch. Theoretisch sollte das gehen. Den nächsten bitte. Das geht so. Eigentlich haben wir Munition im Überfluss. Wenn wir jetzt durch zum Treffen. Ja, was sie darstellen sollen, keine Ahnung. Video. Zwei Videos. Okay, warte mal, die kenne ich noch nicht. Muss ich mal kurz gucken. Tafeln, also das. Hier ist Dr. Pierce Rogers, leitender Archäologe, stationiert auf dem Mars. Wie schon die ersten Berichte zeigten, haben wir hier auf... Die UAC setzt neue Standards in archäologischen Entdeckungen und... Das hatten wir schon gesehen. Das hatten wir schon auf diesem einen Videobildschirm gesehen. Tschüss! Aha. Na, wo bist du? Aha. Ah, scheiße, keine Muni. Ja, bitte. Warte mal. Bitte. Oh, okay, ich hab's mir überlegt. Anders überlegt. Wir nehmen doch den Seelenwürfel. Der hat mir gerade voll reingedrückt. So, kann ich jetzt hier einschalten, bitte? Ist. Ja, komm her. So, dann können wir endlich weiter. Äh,
Kennt ihr die Dinger noch hier? Dann wisst ihr ja, was kommt. Genau, speichern ist ganz gut. Guten Tag. Voll nicht getroffen. Oh, das sind mehrere. Eines für dich, bitteschön. Geht doch. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. War es das schon? Oh Leute, ich glaube, wir kriegen das heute zu Ende. Ich glaube, wir kriegen das Spiel heute zu Ende. Aber danach wartet ihr noch das Expansion Pack, Resurrection of Evil. Und das andere, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ja, jetzt werden wir nochmal richtig fett ausgestattet. Aber richtig. Puh. Ausgrabung. Ich glaube, hier hat sich auch der Seelenwürfel gefunden. So weit bist du also gekommen. Okay, okay, okay. Oh, Spannung steigt. Jetzt wird's nochmal richtig hart. Die UAC setzt neue Standards in archäologischen Entdeckungen und Analysen und stellt mit Stolz die neuesten Daten zu vier einzigartigen und faszinierenden Artefakten. Der Sarkophag hier war von ist von dem Helden, der quasi sich mit dem Seelenwürfel ja den ganzen Dienern der Hölle entgegengestellt hat. Und ja, bin ich der Meinung, dass das der ist. Einer unserer Vorfahren. Wobei ich da auch nicht, wiederum nicht so ganz sicher bin, weil auch gesagt wurde, dass der Typ sich ja zur Erde aufgemacht hat, ne? Moment. So, kurzen Schluck getrunken. Auf jeden Fall könnte ich mir aber gut vorstellen, dass das hier sein Begräbnis ist. Und hier dementsprechend auch der Seelenwürfel gefunden wurde. Patronen, voll. Tja, die ist leider nicht mehr zu helfen. Okay, Leute, okay, okay. Wir kriegen das Spiel heute definitiv durch. Einer der mächtigsten Diener der Hölle. Der lässt sich nur mit dem Seelenwürfel besiegen. Aua. Was ist der Typ? Ich weiß nicht, wie viele Treffer er braucht. Bleib doch mal da.
Au, Alter. Im Grunde ist er ganz leicht. Wir müssen einfach nur die ganzen kleinen Diener, die aus dem Höllenportal rauskommen. Das ist übrigens der Zugang zu der Hölle. Töten, um damit unseren Seelenwürfel aufzuladen. Um letztendlich damit diesen großen Cyberdämonen zu schaden. Wie viele Treffer der jetzt insgesamt braucht, keine Ahnung. Ja. Wir können eigentlich auch mal die anderen Waffen nehmen, weil die habe ich mir zu selten genommen irgendwie. Okay. So kann ich ihm leider nicht schaden. Wir können aber mal das hier mit der PFG probieren. Geht das? Nee. Leider nicht. Aber es schädigt zumindest auch alle anderen Gegner in unmittelbarer Entfernung. Ey, Dicker! Wir haben ein neues Achievement bekommen. Petrop Solo, hier Echo 1, ist was zu sehen? Echo 1, hier Petrop Solo. Gewaltige Schäden auf der Basis. Sieht aus wie in der Hölle. Lebenszeichen auf dem Bioscanner. Passt auf. Echo 1, ein Überlebender, ein Marine. Corporal, hörst du mich? Alles klar? Kannst du mich hören? Echo 1, hier Aufklärer Solo, bereit für Medevac. Ja, Sir, er ist tot. Roger, Aufklärer 1. Was ist mit Dr. Betruger? Er ist hier nirgends. Doom 3 BFG-Edition. BFG-Edition durchgespielt. Noch ein paar Erfolge dazu bekommen. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Nee, zweithärtester Schwierigkeitsgrad. Veteran. Härtesten konnte ich ja noch nicht freischalten. Glaube, das lässt sich aber jetzt. Darf ich das jetzt hier beenden? Hallo? Danke. Ich glaube, neues Spiel, wenn ich einfach mal annehme. Lost Mission war das zweite, genau. Genau, jetzt könnte ich das auf Albtraum spielen. Als nächstes folgt dann Auferstehung des Bösen und Lost Mission. Das wird dann aber als Extra-Projekt hochgeladen werden. Wie ich das auch bei allen Expansion-Packs machen werde. Oder schon gemacht habe. Beziehungsweise DLCs. Und ja, war auf jeden Fall richtig geil, das mal wieder zu spielen. Doom 3 habe ich ja, also die klassische Version habe ich damals zweimal durchgespielt. Und habe leider auch von den Stories und von PDAs nicht so viel verstanden. Weil es einfach alles auf Englisch war. Und ich bin sehr froh, dass sie es auch auf Deutsch rausgebracht haben. Weil das doch letztendlich und interessanterweise viel über, über, sagen wir mal, die Arbeiter, deren Arbeitsverhältnisse, die ganzen Vorkommnisse, die, ja,
die ganzen Leute da auch ziemlich kirre gemacht haben und letztendlich aber auch gekillt haben. Und wie das letztendlich alles entstanden ist. War auch ein paar lustige PDAs dabei. Ja, Textzeilen waren auch definitiv dabei, auch mit MarsBuddy.com. Fand ich sehr, sehr schön, weil es doch einen gewissen Realitätsgrad besitzt gegenüber dem echten Leben und was wir teilweise in unser Spam- bzw. E-Mail-Fach bekommen. Fand ich schon sehr, sehr nice. Und ja, für mich ist es ehrlich gesagt, also ich habe jetzt alle Doom-Teile gespielt. Doom 3 ist allerdings das einzige, was ich durchgespielt habe. Ich habe jetzt auch mal in Doom 4 mal ein bisschen reingeschnuppert. Aber das ist zu actionlastig. Also ich werde es auch Let's Playen, klar, aber es ist einfach, da ist viel zu viel Geballer. Das hat schon irgendwie Serious Sam-Stil, ja. Bloß viel, viel internalischer. Und in Doom 3 haben wir gemerkt, dass die Entwickler sehr, sehr viel Wert drauf gelegt haben, mit den Ängsten der Spieler zu spielen. Ja. Ist genau wie in Amnesia. Ja, nicht ganz so, aber teilweise auch. Gibt es da gewisse Parallelen, dass dann einfach Einfluss auf die Urangst der Menschen genommen wird. Beispielsweise Dunkelheit, Einsamkeit, solche Sachen. Und waren sehr, sehr viele Schockmomente dabei. Also, dass ich mich immer wieder erschrocken habe, obwohl ich das Spiel schon zweimal durchgespielt habe, fand ich schon ziemlich krass. Und ja, es ist auch so, wenn man irgendwas hört, aber nicht sieht, dann ist einfach die Angst viel krasser vorhanden, ne? Weil der Kopf arbeitet dann und denkt, hey, das könnte das und das sein. Und das ist passiert und ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Das passiert dann aber meistens nur, solange man etwas hört, aber nicht irgendetwas sieht. Sobald man etwas sieht, irgendwie ist man drauf gefasst und weiß, was zu tun ist. Entweder drauf losballern oder die Beine in die Hand nehmen und losstratzen. Also im Großen und Ganzen wirklich für mich das beste Doom-Spiel überhaupt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit den... auch wenn die Grafik natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, ist ja klar, fand ich das mit den Licht- und Schatteneffekten ziemlich geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie bewusst und dann teilweise auch die Monster platziert wurden und wie bewusst teilweise durch irgendwelche Aktionen des Spielers getriggert wurden, dass dieser sich auch erschreckt, finde ich auch phänomenal. Und ja, also im Großen und Ganzen kann ich es nur empfehlen, spielt es auch, wenn ihr Bock habt, obwohl ihr es ja wahrscheinlich jetzt schon eh komplett kennt, wenn ihr meine Folgen alle durchgeschaut habt, aber trotzdem empfehlenswert. Ich mache jetzt einen Cut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, Feedback sowieso gerne und als nächstes folgt dann das Expansion Pack, Auferstehung des Bösen, als ein extra Projekt und danach Lost Mission. Hat mich gefreut. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt Doom 3 Auferstehung des Bösen. Und dann kümmern wir uns, denke ich mal, um Betrüger, weil der ist ja auch noch offen, ne? Den müssen wir auch noch killen. Hau rein. Bis dann und ciao.